Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich wurde von mehreren Mitgliedern aus der Community dazu angeregt, etwas zu dieser Bezahlkarte für Bürgergeldig zu machen und wollte darum ein ganz kurzes Video zu dem Thema machen. Die Sache ist, dass ich im Zusammenhang mit dieser Bezahlkarte nur irgendetwas von irgendeinem angeblichen Wirtschaftsexperten aus Freiburg gelesen habe, der diese Idee vorantreibt. Bis jetzt habe ich noch von keinen Parteien oder irgendwelchen anderen Leuten gehört, die damit aufs Boot gesprungen sind. Wisst ihr da mehr? Habt ihr da mehr Infos? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare zu diesem Wirtschaftsexperten aus Freiburg. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand von sich selbst behauptet, er oder sie sei Wirtschaftsexperte, dann habe ich erstmal sowieso grundlegende Zweifel an der Integrität und dem Denkvermögen dieser Person. Die Wirtschaftswissenschaften basieren nämlich auf komplett falschen Annahmen und schwachsinnigen Grundlagen. Wo ich persönlich glaube, die Metaphysik, die Esoterik und selbst die Psychologie sind fundiertere Wissenschaften als die Wirtschaftswissenschaften. Wir schauen aber trotzdem mal kurz, was dieser Experte vorschlägt. Soweit ich verstehe, möchte dieser Mensch, statt Geldleistungen im Regelsatz Gutscheine für den Lebensunterhalt ausgegeben werden. Das heißt, es würde immer noch die Unterkunft irgendwie bezahlt werden, wahrscheinlich dann direkt an den Vermieter. Das Bargeld würdest du bestimmt nicht bekommen, wenn es nach dem geht. Aber du kriegst halt dann keinen Regelsatz mehr in Form von Geld, sondern du kriegst Gutscheine. Und der Witz an der ganzen Sache ist, diese Gutscheine entsprechen gemäß der Vision dieses Experten nur rund der Hälfte der jetzigen Leistungen. Das Positive an diesem ganzen, ich nenne es mal Vorschlag, wäre wohl, dass es keine Sanktionen mehr gibt. Ich glaube, weil dieser Bürgergeldbezug wäre ja Strafe genug. Das Negative daran ist nämlich alles andere, vor allem weil hier pauschal, wie gesagt, die Leistungen um rund 50% gekürzt werden sollen. Wo man sich natürlich wieder fragen kann, kann man das Existenzminimum halbieren? Kann man mathematisch ein Minimum halbieren? Wir wissen, dass man im SGB II von einem Minimum auf jeden Fall was abziehen kann. Wie auch immer dieses mathematische Rätsel lösbar ist, das SGB II kann sowas. Aber ich glaube nicht, dass das Minimum jetzt halbiert werden könnte. Darum glaube ich persönlich, dieser Plan ist in dieser Form, wie ihn dieser Wirtschaftsexperte aus Freiburg vorschlägt, auf jeden Fall nicht so ohne einfaches weiteres umsetzbar. Zum einen vor allem dank diesem Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2019. Die Frage ist natürlich, ob es da irgendwo eine Randnotiz gibt, die bisher übersehen wurde, mit der so etwas möglich wäre, die Halbierung des Existenzminimums. Das zum einen zu der Frage, ob dieser Plan, diese Bezahlkarte, so wie sie dieser Mensch da möchte, mit dieser Halbierung möglich ist. Die andere Frage aber, wäre eine Bezahlkarte für Bürgergeld, die ist theoretisch umsetzbar? Sagen wir mal, wenn es jetzt nicht darum geht, den Regelsatz um die Hälfte zu kürzen, sondern dass eine Bezahlkarte eingesetzt wird, ähnlich wie für die Geflüchteten. Da ging es ja ganz schnell. Die Frage darum, welche Gesetze müssten geändert werden, könnte das einfach im Rahmen des nächsten Haushaltsplans umgesetzt werden oder was müsste dafür passieren? Wäre eine Bezahlkarte für Bürgergeldis umsetzbar? Wir haben ja, wie gesagt, jetzt mit der Bezahlkarte für Geflüchtete gesehen, dass unmöglich, ganz unmöglich sind solche Sachen nicht. Und wenn die Grundstimmung passt, dann geht sowas auch ruckzuck. Die Bezahlkarte für Geflüchtete, die war ja blitzschnell da, wo man wirklich sagen muss, Deutschland, Obacht. Wir biegen gerade ganz schön weit rechts ab. Hamburg hat als erstes Bundesland die Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt. Hamburg ist wieder mal Vorreiter, was Verachtung von Menschen und behördlichen Rassismus angeht. So eine Bezahlkarte ist nämlich überhaupt nicht cool. Abgesehen von der Entwürdigung bedeutet das nämlich ständige Kontrolle. Der Staat weiß ständig, wo du bist und kann dich auch ganz schnell finden, wenn er möchte.
Ich finde, so ein Leben wünscht man eigentlich niemanden, keinem oder keiner Geflüchteten und auch keinem Bürgergeldi. Darum nochmal die Frage an euch, wie realistisch ist es, dass so eine Bezahlkarte umgesetzt werden könnte? Hat irgendjemand eine Einschätzung, wie so etwas rechtlich ablaufen würde und ob das überhaupt geht? Wenn ihr einen Plan habt, wenn ihr Ahnung habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank im Voraus. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.